Herzlich willkommen zu diesem kleinen Unboxing-Video. Heute haben wir hier Ganzlinger Girl Il Triatrino, also die zweite Staffel der Ganzlinger Girl-Serie. Das Ganze ist mir freundlicherweise von Hardball Films zur Verfügung gestellt worden und wir schauen uns heute an, was euch erwartet, wenn ihr diesen Titel hier das erste Mal aufmacht, also die physischen Sachen. Eine Review zum Titel wird es natürlich geben. So, dann schauen wir auf der Rückseite. Wir haben hier 1080p, das ist ja klar, das ist die Blu-ray-Version, dann Deutsch und Japanisch, jeweils PCM 2.0, eben die Originalfassungen bzw. die Originalqualität. Untertitel dann, wenn man Japanisch wird, natürlich auf Deutsch. Und insgesamt haben wir die 13 Episoden und die zwei OVAs, was insgesamt 375 Minuten Laufzeit bedeutet. Als Extras gibt es drei Postkarten und Interviews, so wie eine Videodoku zum italienischen Originalsetting. Das schauen wir uns leider nicht an, da hätte ich wahrscheinlich Probleme mit dem Copyright. Ansonsten apropos Copyright, hier alles Copyright-Zeugs. Dann Bilder, was als Vorgeschmack dienen soll. Und hier nochmal eben eine kleine Erklärung, dass es eine Collectors Edition ist mit 13 Episoden und die zwei OVAs. Dann kommen wir auch schon zum Schuber. Das ist die Vorderseite, das habt ihr ja schon gesehen, das hat es ja. Hier schon gezeigt. Und auf der Rückseite ist ein echt geiles Motiv. Das hätte ich eher als Vorderseite genommen, aber so sieht es auch cool aus und verdeckt nicht so viel wahrscheinlich das Logo. Außerdem waren Japaner wahrscheinlich wieder involviert, die gesagt haben: Nein, nein, das muss die Rückseite sein. Aber wo? Hier ist äh, der Seitenteil. So, dann machen wir das Ganze mal auf und uns kommt schon wieder ein cooles Artwork entgegen. Finde ich wirklich cool und die Rückseite auch. Auch wenn ich sagen muss, dass das hier jedes Mal, egal welcher Publisher, echt nervt. Aber das muss sein. Deutsches Gesetz und so. So, dann machen wir das Ganze auf und ein neues Artwork kommt uns entgegen. Und dann die drei Postkarten hier. Die schauen wir uns dann gerade an. Ich lege das mal hier auf die Seite. Richtig schöne, richtig, richtig schöne Artworks. Gefallen mir wirklich, sind wirklich wunderschön geworden. Gefallen mir. Und ja, im Grunde gehen wir jetzt gerade auch dem Ende entgegen, weil mehr gibt es nicht zu sehen. Außer die Discs eben, die auch unten oder hinten wunderschöne Artworks haben, die gerade so schade sind, dass die hier durch die Disc verdeckt werden. Aber dennoch, sehen wunderschön aus. So, ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal bei Hardball-Films vorbeischauen. Ich krieg nichts dafür. Aber Hardball-Films eben und die bringen echt coole Klassiker zurück. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben, Kommentar in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Aktiviert auch die Glocke, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und stellt sie auf alle meine Nachrichtungen ein, damit ihr wirklich über jedes Video benachrichtigt werdet. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Macht's nicht gut. Macht's besser. Ciao.